Dann pflastern wir die Motoren da oben an die Decke. Weil wenn du es hier davor hängst, dann hängt es wieder hier vom Gewäsch fest. Ja. Gut. So. Du bist schon drauf. Oder? Ich bin schon drauf, ich muss noch schnell schauen, dass mein. Hallihallo? Ah, ich höre hier auch was. Aha, Aber gut. sehr leise. Gut. Hallo, liebe Simson-Freunde. Hallo, Thomas. Hi. Willkommen heute zum ersten Mal aus meiner neuen Werkstatt. Ich habe es versucht, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, wir können hier mal schon mal gucken. Also gibt so eine kleine Ecke da hinten, wo die Mopeds drin stehen. Ja, da ist noch ein bisschen Baustelle. Und ansonsten Regale haben wir jetzt schon reingebaut und jetzt hier natürlich auch eine Werkzeugwand und komplett mit Schubladen. Wie gesagt, wir sind noch nicht ganz fertig. Also ich muss da noch ein bisschen was dran tun. Vor allen Dingen auch ein bisschen Lichtanlage noch mal machen. Und ja, deshalb melden wir uns jetzt mal mit einem kurzen Video. Und zwar wollte ich noch mal ein Video aufgreifen, was ich bei dem Zweiradgeber letztens gesehen hatte. Und zwar ging es da mal so um Teilwaschstationen. Ich habe ja auch so ein Teil. Und zwar habe ich das Teil schon 10 Jahre. Ich habe es ein bisschen mobil gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte es gerne hier unten drunter haben. Und ich wollte euch mal zeigen, wie sieht so ein Ding nach 10 Jahren aus? Und vor allen Dingen, ja, wie sind meine Erfahrungen damit? Also, wir öffnen mal die, wie heißt das? Die Büchse der Pandora oder die Lade. So sieht das Ding aus, wenn man das halt mal wirklich 10 Jahre im Betrieb hatte. Also, rosten tut es ein bisschen. Dann die Teile, ja, wie gesagt, die nehmen natürlich auch ein bisschen Rost auf. Ich habe mir das damals so gemacht, dass ich mir sozusagen den Schlauch nochmal dran gehängt habe. Und hier über den Silikonschlauch dann, dass ich hier drin schön überall hinputzen und machen kann. Und was natürlich auch passiert, und zwar, wenn man hier reinschaut, da drin löst sich die Farbe. Ist natürlich dann halt so eine Sache. Rosten tut es nicht, weil es ist ja eigentlich immer auch schön Reiniger drin. Da komme ich gleich nochmal dazu, was es da alles so gibt an Reinigern und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Genau, also ich habe es jetzt nochmal auf Rollen gestellt, relativ simpel gemacht. Schwerlastrollen unten drunter und dann ein paar Balken, damit ich das Ding hier ein bisschen hin und her fahren kann, weil ich möchte es auch gerne unter der Werkbank haben und dort drin auch haben. Ja, gut, ansonsten kann ich sagen, das Ding tut. Also es ist niemals ausgefallen. Die Pumpe ist tipptopp, die arbeitet, das ist eine ganz normale kleine Aquariumpumpe da drin. Ja, und das Ding funktioniert einfach. Was habe ich da für Reiniger? Also es gibt hier verschiedenste Reiniger. Machen wir es mal wieder zu. Also so ein Reiniger gibt es dann. Dann gibt es hier nochmal, wie heißt der? Das ist Bioreiniger für Ultraschallbäder. Dann haben wir hier nochmal einen Aluminium-Druckreiniger. Also ihr müsst ein bisschen aufpassen. Und zwar gibt es hier immer solche Warnsymbole. Da drauf kommt auch wegen der Entsorgung der ganzen Geschichten nach ein bisschen in Betracht. Ich habe mal jetzt hier noch mal einen Teilereiniger noch dazu genommen, und zwar den Kaltreiniger, und wollte euch schon mal das Symbol zeigen für fruchtschädigend. Also das ist das Symbol für fruchtschädigend. Ne? Also bei dem Zeug aufpassen, Hautkontakt, sonst irgendwas. Also wenn möglich, überhaupt die Finger davon lassen. Ja, also wenn dann nur mit Schutzhandschuhen und sonst irgendwas. Also macht's nicht, nehmt's nicht. Also es gibt andere Reiniger. Und zwar alle die Reiniger, die ich hier aufgebaut habe, die sind anders. Die sind zwar auch reizend, aber die haben halt nicht dieses fruchtschädigende Symbol drauf. Ne? Also es gibt verschiedene, also diesen HD-Spezialreiniger, Kaltreiniger, die sind alle so zum Entölen und zum Saubermachen von Stahl, Rahmenteilen, sonst irgendwas, sind die hervorragend geeignet. Der einzige, der halt wirklich, den ihr bei Motoren und Vergasern nehmen solltet, wäre dieser Aluminium-Druckgussreiniger. Weil das ist der einzige, wo das Aluminium sich nicht schwarz verfärbt. Also bei den niedrigen, praktisch Kaltreinigern hier, diesen Nitrigen und diesen anderen Spezialreinigern, hat sich bei mir das Aluminium schwarz verfärbt. Und das sieht nachher echt scheiße aus, wenn ihr dann wirklich so einen richtig dunklen, also
dunkelgrauen Vergaser habt oder beziehungsweise einen dunkelgrauen Motor, dann müsst ihr dann wieder aufpolieren und das ist echt blöd. Also, wie gesagt, guckt, dass ihr das halt, wenn ihr wirklich mit Aluminium viel zu tun habt, nehmt euch einen Aluminium-Druckgussreiniger, der entölt genauso und sonst irgendwas. Die anderen Reiniger, die kannst du für Ultraschallbäder sonst irgendwas nehmen, wo du sagst, okay, du möchtest mal die Teile reinschmeißen, müsstest du einfach mal sauber haben und willst sie wieder rausnehmen. Ne? Also, wie gesagt, Aluminium ist gefährlich, was das mit den Reinigungsgeräten anguckt. Ist gefährlich, wenn ihr das versucht, im Teilereiniger zu verwenden, weil das oxidiert euch, das Aluminium. Zu dem Teil nochmal, also ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Teil. Es gibt auch andere, und zwar, die haben unten ein Fass drin. Also mit diesem Fass bin ich fast schon ein bisschen, ja, ich hätte es mir wahrscheinlich doch lieber mit einem Fass kaufen sollen, weil da kannst du dann auch mal wirklich in richtigen, ja, Waschbenzin reintun. Kannst den Hahn schließen und dann verdampft das nicht. Und du hast dann wirklich so ein richtiges Fass, wo du dann halt wirklich mit Waschbenzin entölen und sonst irgendwas und dann richtig Dreck und sonst irgendwas runter machen kannst. Da geht auch Teer weg und da geht alles eigentlich relativ gut weg. Das Zeug kannst du dann auch ein bisschen besser entsorgen als diese wässrigen Reiniger, weil die kannst du nirgendwo hinschaffen. Also die musst du dann auf dem Recyclinghof musst du gucken, dass du die in irgendwie größeren Gebinden, ja, verbringen kannst, dann muss das Wasser abgedampft werden und es wird dann irgendwie dann im Endeffekt, glaube ich, verbrannt oder wie auch immer. Wie gesagt, mit der Entsorgung ist so ein bisschen eine heikle Geschichte, wäre ich dann vorsichtig. Und überlegt euch gut, ob ihr wirklich so eine Wanne nehmen wollt oder ob ihr wirklich eins nehmen wollt mit einem Fass unten drin, wo ihr dann wirklich sagen könnt, ich kann einen richtigen Reiniger verwenden, also praktisch Waschbenzin oder andere Lösemittel oder diese Bremsenreiniger zum Beispiel, die gibt es ja auch in solchen 5-Liter-Gebinden, die kannst du dann halt auch so in der Form kaufen und da musst du nicht immer das in deren Spraydosen herkaufen, wo du noch Treibgase drin hast. Soweit, so gut. Also das sind meine Erfahrungen mit dem Teil. Steht euch frei, so ein Ding zu kaufen. Also wie gesagt, ich werde es jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen ölen. Werde mir wieder die richtige Menge ansetzen. Wie gesagt, ich nehme jetzt auf jeden Fall den hier, den Aluminium-Druckgussreiniger. Den werde ich dafür hernehmen und die anderen sind halt nur für meine Ultraschallbäder, wenn ich da mal mit Ultraschallbad mache. Und das werden wir als allererstes mal ölen. Ne? Und dann mal gucken. Aber ich denke mal, ja. Also die Teile kannst du alle verdünnen. Also das sind meistens immer große, konzentrierte Gebinde, wo du sagen kannst, du kannst das 1 zu 10 verdünnen. Und damit kriege ich dann halt aus diesem schön 5 Liter Kanister, kriege ich 50 Liter raus und das reicht mir für das Wasserbad hier. Alles klar, soweit so gut, dann fahren wir das mal wieder unten rein. Und damit ist es erstmal weg, geht mir nicht mehr im Weg rum. Soweit. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ne, wenn ihr Abo löst, unten Abo-Button, Daumen hoch und Glocke daneben drücken, dann kriegt ihr sofort eine Information, wenn ich wieder neue Videos online stelle und wenn es weitergeht mit meinen Projekten, die dann in dem Bereich hier hinten schon warten. Ne? Alles klar. Danke euch und bis demnächst. Ciao. Ciao.